Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mainperium. Joa, wie ihr seht, sind wir hier oben immer noch auf dem Baum. Ich habe hier etwas eingestellt, und zwar sollte ich Optionen mal meine Helligkeit runtermachen. Warum genau, weiß ich auch nicht, aber ich sollte das mal machen, vielleicht weil die dann mit dem Shader irgendwie besser agieren oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht und... Ich wollte gerade sagen, wir sind ja eigentlich auf den Baum gekommen, aber hier, okay. Gut, aber erstmal über runterfallen. So, was wollten wir denn jetzt machen? Wir waren auf jeden Fall dabei, die Stadt noch weiter auszubauen. Zack, zack, zack. Hallo, ihr braucht momentan nichts. Es ist nicht genügend Rohstoff, okay. Was fehlt euch denn? Oder heißt das genügend? Ich kann halt so scheiße lesen. Ausbau übrig. Mimamu. Holzfäller. Zentrum testen. Jo, was geht bei dir? Ich möchte eigentlich nichts verkaufen. Habt ihr nicht irgendwo wieder eine Quest oder so für mich? Die man so machen kann. Ich will gerne Questen. Oh, der macht hier den Weg verschönern. Das ist sehr schön. Ja, wir könnten dann noch mal kurz zum... wartet mal. Ein Weihnachtslied möchte ich mir jetzt nicht geben. Ich müsste eigentlich auch mal meine Playlist von KST Beach... Beach, vor allen Dingen Beats... mal erneuern, weil die schon ein bisschen älter ist. Sandler immer noch einen nur. So, was können wir jetzt kaufen? Wir können ja die Sachen kaufen. Das muss ja irgendwas mit Färben oder so zu tun haben, aber das wäre ja nie drin. Oder auf jeden Fall irgendwie so mit Farbe an sich zu tun haben. Aber wir können hier, guck mal, Tintensäcke und so, was können wir kaufen? Das ist eigentlich recht cool. Oh, da hat er die ganzen Sachen. Mich würde interessieren, wie das aussieht, wenn das größer ist, auf jeden Fall. Hier können wir wieder. Ne, können wir gar nicht loben. Ah, ich brauche erst neue Punkte. Ich war ja auf dem Server nicht wieder. Ach, auf dem Server. Warum labe ich immer Server? Das ist kein Server, das ist Singleplayer. Ich war auf der Welt nicht wieder drauf nach der letzten Aufnahme. Und ja, ich weiß auch ganz ehrlich gesagt nicht so wirklich, was wir diesmal machen wollen. Ich denke mal, wir kümmern uns um die Stadt, weil das ist unser primäres Ziel. Und ja. Du kannst schon nachts schlafen. Ja, das weiß ich. Aber es ist ja bald Nacht, oder nicht? Okay. Genug gestöhnt. Wir wollen wieder aufstehen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? So, die Sonne nicht weiterbauen. What the fuck? Hä? Creepy, Alter. Die Schilder bewegen sich. What the fuck? Ihr habt alles? Ja, das finde ich sehr schön und ich würde jetzt auch gerne im Süden. Was ist denn erweitert? Alter, hörst du mal auf? Alter Schwede, es bewegt sich alles und ich habe nichts getrunken. 27% im Bosk-Projekt im Südwesten. So, wir haben jetzt hier Süden, Westen, da hinten. So, oder bist du hier? Nee. Das hier wird wieder weiter, ne? Yo, nice.
So. Oh, die machen Liebe, die Schafe. Du stehst ein bisschen in der Wand, Digga. Ich hoffe, das weißt du. Genau, und was ich auch noch sagen wollte, etwas sehr Wichtiges für die Leute, die mein Imperium gucken und auch andere Sachen auf meinem Kanal gucken. Und zwar, wenn mein Imperium enden wird, werde ich vorübergehend erstmal kein Minecraft mehr als Hauptprojekt auf den Kanal bringen. Was Hauptprojekt bedeutet, ich bin ja momentan wieder dabei, dass ich 2 Videos am Tag bringe. Im Moment ist es ja so, dass ich einen Tag Creativerse und am nächsten Tag kommt Tiny and Big. Und dann werde ich mal gucken, weil Tiny and Big habe ich schon komplett aufgenommen. Das geht nur ein paar Folgen so. Ich will euch jetzt ja nicht zu viel spoilern, aber wenn das vorbei ist, mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht mal ein Projekt, was ich mal angefangen hatte und was wir dann mal weiterführen bzw. beenden. Also Creativerse und Tiny and Big kommen ja immer abwechselnd und Minecraft, mein Imperium, kommt geplanterweise jeden Tag, was halt nicht immer der Fall ist. Und ja, das möchte ich dann auf jeden Fall, wenn mein Imperium vorbei ist, würde ich das gerne tauschen gegen irgendein anderes Projekt. Ich habe da schon eins im Kopf, das wird dann eventuell ein Blind Let's Play. Aber wenn ihr Ideen habt, was ich als Hauptprojekt machen sollte, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Es sollte aber auf jeden Fall ein Projekt sein, was enden kann. Nicht so wie Minecraft, da gibt es eigentlich gar kein wirkliches Ende. Weil, ja, Minecraft ist so, das hat halt kein wirkliches Ende. Und ich würde gerne mal wieder ein Projekt haben, was ein richtiges Ende hat. Wo irgendwann mal gesagt wird, fupp, jetzt ist vorbei, wir haben das Spiel durchgespielt. Das ist bei Minecraft halt ein bisschen schwer. Klar, wir können den Enderdrachen legen, dann, jo, wir haben das geschafft. Aber, ja, ich weiß nicht, also, ist halt recht langweilig, denn wir könnten ja mal gucken, ob wir so einen Speedrun in Minecraft hinkriegen. So, ganz schnell alles erfahren, so, und dann würde ich dann vielleicht mal an einem Stück, ich weiß es noch nicht genau, würde ich dann vielleicht an einem Stück so dann, Speedrun von Minecraft machen, wie schnell man den Enderdrachen tötet. Ich kenne mich ja schon ein bisschen aus in Minecraft, aber da bin ich halt einfach mal gespannt dran. Könnten wir eigentlich mal machen. Ob das eine Idee ist, weiß ich nicht. Also eine Idee ist es schon, aber ob man das mal machen sollte, das weiß ich nicht. Könnte man aber mal machen, auf jeden Fall. Spricht nichts gegen. Aber ich würde auch gerne wieder von Minecraft so ein bisschen abkommen. Ich würde auch gerne mal wieder andere Sachen Let's Playen, weil ich bin ja ein Let's Play Kanal und hier soll nicht nur Minecraft kommen. Minecraft macht Spaß und sowas, aber mittlerweile ist Minecraft auch so ein bisschen tot. Sag ich mal einfach so. Kackendreist so. Minecraft ist einfach ein bisschen tot. Minecraft ist einfach tot gespielt, so, weil. Wir nehmen uns mal die Diamanten wieder raus. Ja. Ich weiß nicht, also es gibt viel zu viel Minecraft auf YouTube, glaube ich mal. Und so an sich, es gibt recht viel YouTube, ach, es gibt sehr viel YouTube, ja, es gibt viel YouTube. Aber Minecraft ist so ein Ding, das ist, glaube ich, einfach tot. Minecraft ist zu viel gekommen. Und so normale Minecraft Let's Plays, wo man eine normale Welt hat und da so ein bisschen spielt und sowas. Ich glaube, dass das nicht mehr so interessant ist für die Leute, weil das einfach tot gespielt wurde. Und ja, ich würde auf jeden Fall gerne von Minecraft ein bisschen wegkommen. Also ich werde trotzdem ein bisschen durch mal Minecraft bringen und sowas. Wir können ja auch mal gucken, ob wir eventuell hier irgendwie so Minecraft PvP Sachen machen, wie Ender Games und sowas. Kann ich aber jetzt schon sagen, ich bin da nicht wirklich gut drin, ich bin da ein recht guter Noob und sowas, dann würden wir halt zusammen irgendwie das lernen oder sowas als ich. Und auf jeden Fall möchte ich dieses normale Minecraft Let's Play langsam, aber sicher an die Seite legen, sag ich mal. Und wieder zurück zu den Let's Playen an sich.
Weil ich meine, Minecraft schön und gut. Aber Minecraft ist ein Spiel, was so gut wie jeder Let's Playt. Ich persönlich muss auch sagen, mir macht Spaß, das zu Let's Playen. Und hier hat man auch recht viel zu zeigen und sowas. Aber Minecraft ist halt immer so, man muss sich Sachen überlegen, was man machen will, was man machen kann und so weiter und so fort. Und das hat man bei anderen Spielen nicht so. Also Minecraft schön und gut, aber ich habe das Wasser kaputt gemacht. Oh, kurz ein neues Wasser holen, bitte. Aber ich würde halt gerne wieder, ich wollte gerade sagen, normale Sachen Let's Playen, aber Minecraft ist ja auch ein normales Spiel, aber halt so ein Endlos-Spiel. Ich möchte halt wieder gerne ein Spiel Let's Playen, was wirklich irgendwann mal ein Ende hat und dann damit man so an sich abschließen kann und sagen kann, wir fangen jetzt ein neues Projekt an, wir haben das Spiel durchgespielt, wir haben die Credits gesehen und ja, das wäre so auf jeden Fall mein Ziel. Das will ich mal wieder bringen, sowas, weil ja, ich habe zwar damals mit Minecraft angefangen auf meinem Kanal zu Let's Playen, aber ich würde doch lieber gerne mal wieder zu den Ursprüngen zurück. Das machen wir einfach alles weg hier. Fangen langsam an, das richtig zu sortieren schon. So. Glowstone weiter. So, Glowstone ist voll. Diamant haben wir auch voll, ne? Diamant lasse ich mal noch gerade zwei rein. Du bist Iron, ne? Okay. Damit wir ein paar Diamanten kriegen für die anderen Teile hier. So, wir haben jetzt das hier, Nether Quartz, Glowstone, Alter. So, Glowstone, das und das. Okay, so an sich passt das jetzt schon alles. Das heißt, für die nächsten brauchen wir auf jeden Fall neue Teile. Und da sind wir mal am gucken, was können wir denn machen? Emerald wäre geil, haben wir aber noch keinen. Kohle könnten wir auch schon mal anpflanzen. Das heißt, wir brauchen mal gerade zwei Steuern und nehmen wir mal vier Stück mit. Und dann nehmen wir einmal Kohle mit raus. Könnten wir eigentlich auch einmal Lapis. Wie macht man Lapis genauso, ne? Ja, Kohle, Lapis. Und dann gucken wir mal, wie viel Platz wir da auf jeden Fall noch haben. Ja, so. Einmal Kohle machen. Einmal Lapis machen. So. Kohle und Lapis. Da könnten wir eigentlich mehr von machen. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. Also wir machen noch ein paar Mal Kohle. 10 Stück. Einmal haben wir ja schon. Das bedeutet, wir nehmen uns noch 8 Stücke mit. Dann einmal hierher, noch 8 Stücke Kohle. Dann machen wir es einfach mal manuell voll. Können nur 4, weil wir nicht genug Zuckerrohr haben. Oh, das ist ja kein Thema, wir haben ja genug Zuckerrohr. Daran sollte es jetzt nicht mangeln. Also das sollte das letzte sein, woran das mangelt. Und ja. Also Minecraft, wie gesagt, will ich, wenn dann als nächstes habe ich nicht genug Stein mitgenommen gehabt? Eins? Ja, stimmt, ich habe auch nur für einmal mitgenommen. Oh mein Gott. 4 also. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Ja, wie gesagt, Minecraft will ich, wenn überhaupt, nur. Musst du das Richtige? Ja. Minecraft, wie gesagt, wenn überhaupt nur. Ja, ich fange den Satz ja schon wieder neu an. Wenn überhaupt nur irgendwelche Modpacks auf jeden Fall, weil die mir sehr viel Spaß machen, da ein paar Sachen erkunden und erfahren und erforschen und sowas. Unten ein Skelett. Wir gucken einfach mal, ob wir runterkommen, ohne dass es despawnt. Und ja, oder halt PvP-Sachen oder sowas. Aber so normales Survival werde ich wahrscheinlich erstmal auf Eis legen, werde ich wahrscheinlich erstmal nicht mehr spielen. Und ja. Zack. Ihr seht, es klappt, aber nicht immer. Warum auch immer. So.
gucken, da haben wir schon ein paar Sachen gesammelt, also die fallen auch runter, sterben so, also ist auch nicht so das Problem. Hat ja eigentlich mal als XP-Farmen gedacht, aber naja, egal, braucht man ja nicht unbedingt. So. Ja, dann habe ich schon ein Projekt, habe ich schon im Kopf, was ich gerne spielen würde. Wie gesagt, das ist aber blind. Das möchte ich auch noch nicht verraten. Wenn es soweit ist, werde ich das auf jeden Fall euch sagen und zeigen. Und sonst müssen wir einfach mal gucken, was wir noch so Schönes machen können. Wir haben schon ja 13 davon, können wir schon wieder Diamanten machen. So. Es geht echt recht schnell. Ich nicht mit rechnen, dass es so schnell geht, die ganze Sache. So, das ist einmal Erde. Oh, wir haben noch so viel Erde, krass. Gucken wir mal ein bisschen was zurück, so. Einmal Erde, einmal Knochenmehl, einmal Dings, einmal das, einmal das, einmal das. Hab ich Eisen jetzt schon? Nee. Ja. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall genug haben. Yep, das ist sehr schön. Gut. Neue Projekte habe ich jetzt drüber geredet. Ihr könnt natürlich gerne Kommentare schreiben, Vorschläge und so weiter und so fort. Wenn ihr da Ideen habt, dann gucken wir einfach mal, ob wir das umsetzen können. Ich würde auch eventuell, ich bin da noch sehr am Überlegen, aber ich habe gesehen, dass man es kaufen kann, ich glaube, oder free runterladen kann oder sowas. Und zwar Little Big Adventure 2. Das ist ein Spiel, was ich damals in meiner Kindheit gespielt habe. Das war, glaube ich, eins der ersten Spiele, die ich am PC durchgespielt habe. Das ist schon krass. Und da habe ich schon gesehen, dass man das eventuell kaufen kann. Und da könnte man auch mal überlegen. Also ihr könnt da gerne mal nachgucken, Little Big Adventure. Ich glaube, davon gibt es auch noch gar keinen Let's Play oder sowas auf YouTube, weil das voll alt ist und so. Mal gucken, also würde ich interessant finden. Vielleicht könnten wir das ja auch mal Let's Playen. Das wäre auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. So meine Kindheit ist das auf jeden Fall. Da würden bestimmt auch Erinnerungen und sowas aufkommen. Jo, das ist schon geil, das Spiel. Muss ich jetzt mal sagen. Ich feiere das auf jeden Fall hardcore. Das Spiel ist auch nice. Grafik und sowas muss ich sogar auch sagen, dass sie sogar noch echt in Ordnung geht. Dafür, dass das so ein, in Anführungsstrichen, altes Spiel ist. Aber ja, man darf ja auch nicht immer sagen, Grafik und so. Grafik ist nicht alles. Hallo? Alter, okay, den gehe ich halt so dahin. Grafik ist nicht alles. Spiele. Ich sag mal so, bei mir ist so bei Spiele, Grafik macht so circa 10% aus. Und die anderen 90% sind der Spielspaß und die Story. Das heißt, wenn das Spiel an sich scheiße ist, kann das auch noch so eine schöne Grafik haben. Finde ich kacke dann. Aua, halt doch mal auf, mich zu schlagen hier. Deswegen, nee, Spiele müssen nicht unbedingt eine gute Grafik haben. Die sollten eine recht coole Story haben. Und das Gameplay an sich sollte eigentlich recht geil sein. Weil wenn das nicht gegeben ist, ist das Spiel eigentlich schon richtig scheiße, ganz ehrlich. Dann kann man das eigentlich in die Tonne treten, weil was bringt denn ein Spiel, was die übergeile Grafik hat, aber an sich das Gameplay an sich richtig kacke ist. Das war ja auch immer so bei Minecraft damals so, guck dir mal die Grafik an, das sind ja alles Blöcke und Klötzchen, das sieht ja voll kacke aus. Und was ist? Minecraft hat den übelsten Hype, jeder liebt dieses Spiel. Und es macht total Spaß, auch wenn die Grafik nicht toll ist. Mittlerweile gibt es ja Mods und sowas, dass man das alles verhübschen kann. Aber damals, ich weiß noch, wie ich damals, ja, das Default Texture Pack, jeder hat es benutzt, keiner hat sich darüber beschwert, dass es so aussah. Wo die ersten Texture Packs rauskamen, boah, mein Gott, Alter, wie da alle abgefeiert haben. Das waren noch krasse Zeiten. Also, das ist unglaublich, was damals so alles so ankam. Ich weiß auch damals, ich bin ja, muss ich ja so mal sagen, ich bin ein Minecraft-Alpha-Kind. Also ich habe damals ab der Alpha schon gespielt. Ich habe mir damals Minecraft noch für 10 Euro geholt. Mittlerweile ist es ja auch teurer, aber damals kostet das nur 10 Euro. Ich dachte, hier hätte irgendwas gelegen. Damals hat es ja nur 10 Euro gekostet und da habe ich schon damals gesagt, damals war ich noch klein und so. Und dann musste ich zu meiner Schwester gehen und sagen, hey, Schwesterchen,
Kannst du mir mal mit PayPal dieses Spiel kaufen? Ich gebe dir auch 10 Euro wieder. Ich hatte damals kein PayPal. Ich war damals noch zu jung für PayPal und sowas. Also ich hatte das damals nicht. Und damals konnte man auch nur mit PayPal zahlen. Ich glaube, mittlerweile kann man das auch anders. Damals gab es auch Läden, die damit richtig Kohle gemacht haben, denen die mit PayPal sich Minecraft gekauft haben und das für ein bisschen teurer für PaySafeGuard verkauft haben, weil damals kaum Leute PayPal hatten oder nicht so viele. Vor allen Dingen auch die unter 18 Leute, die kein PayPal haben können. Das gab es natürlich auch immer, diese Probleme dann. Die konnten dann mit PaySafeGuard sich das holen. Und ja, mittlerweile glaube ich, kann man sogar Minecraft und PaySafeGuard zahlen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber damals war es halt so. Es gab nur PayPal und ich hatte auch kein PayPal. Ich wollte es unbedingt haben. Und musste ich halt zu meiner Schwester sagen, kann ich mir das mal holen. Und ich habe das Spiel irgendwo gesehen gehabt bei irgendeinem. Das war nicht Gronkh damals. Bei irgendwen anders hatte ich das gesehen. Und Alpha-Dings hatte ich da halt 10 und so gesehen. Ich dachte, oh, das sieht ja richtig cool. Also, das sieht nicht richtig cool aus, aber hey, das sieht aus, als könnte das richtig Spaß machen und sowas. Damals Demo runtergeladen. Richtig geil. Da hatte ich eine gecrackte Version für, ich glaube, eine Woche. Wenn überhaupt. Dann, ja, habe ich direkt gesagt, das will ich haben, das Spiel. Da will ich auch unterstützen. Und gecrackte, ne, scheiß drauf, auch wenn ich damals eine gecrackte Version hatte, die auch alle Updates mitgemacht hat und sowas. Aber so ein Spiel für 10 Euro, ich meine, wie lange habe ich dieses Spiel gespielt? Also, für 10 Euro kann man für dieses Spiel damals, konnte man nichts sagen. Auch jetzt, ich glaube, 20 Euro oder so kostet, das kann man nicht sagen. Man hat schon 60 Euro für ein neues Spiel ausgegeben, was man nach einer Stunde in die Ecke geschmissen hat und gesagt hat, das ist scheiße. Also bei Minecraft gibt es andere neue Möglichkeiten, was man machen kann, die ganzen Modpacks, die irgendwann dazu kamen und sowas. Das, ja, man hat halt, Minecraft ist einfach so ein Spiel, das ist nicht ein Spiel, das sind mehrere Spiele und du kannst dir deinen Spielstil an sich zusammenstellen, wie du möchtest. Also das finde ich richtig krass, das macht auch mega Spaß und das ist halt einfach so eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt. Das ist richtig geil. Oh, Stein brauchen die ohne Ende. Gut, dann gehen wir mal kurz zurück und holen Stein. Und ja. Da ist schon ein klein paar Geschichten, die ich jetzt euch erzählen wollte. Beziehungsweise Geschichten halt, was als nächstes so passieren sollte, weil Minecraft My Imperium wisst ihr ja bald, irgendwann endet das Projekt. Beziehungsweise ich werde es enden lassen. Weil an sich hat es ja kein Ende. Wenn wir Enderdrachen töten, haben wir zwar die Quelle, aber könnten weiterspielen und so weiter. Aber ich werde auf jeden Fall ein Ende mir raussuchen. Also werden auf jeden Fall ein Ende von meinem Imperium haben. So ist das auf jeden Fall nicht. Irgendwann wird es ein Ende geben. Und ja, gut. Ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn wir wieder zurück zur Stadt gehen und da ein bisschen ausbauen. Und dann mal gucken, was wir vielleicht sonst so machen, was für Themen ich habe, reden können. Und dies und das. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye, bye. Euer kleiner Tom.